Schalle hat Geburtstag. Da wird die Schalle aber glücklich sein. Was sagst du? Dann gibt es noch ein Special, was ich mir für die Woche gönne. Spoiler ist mein Dreck. Good morning in the morning. Neuer Vlog ist da. Es ist Mittwoch, 28. April. 28. April? Da war doch was. Fuck! Schalle hat Geburtstag. Schalle, ich küsse dein Herz. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Ich habe noch kein Geschenk. Blumen sind gut. Wir gehen gleich Blumen kaufen. Und dann gibt es noch ein Special, was ich mir für die Box gönne. Das holen wir heute ab wahrscheinlich in Bochum. Dann zeige ich euch ein bisschen das Gym, was ich jetzt von Esquim Mais Final da habe und so weiter. The eggs are in the fan. Wir machen wieder morgens schön Eier. Dazu Eiweißbrot und Schinken. So versuche ich dann auf 40, 50 Gramm Protein zu kommen. Wir wollen wieder in Shape kommen. The Sixpack muss wieder her. Mashallah, dieser Bauch, Bruder. Sixpack ist da. Oh, Bruder, ich könnte ein sexiest man alive werden. Wow. Auf jeden Fall. Boom, da sind wir angekommen in the Breadbox. Bochum ruft, sagt, er holt das jetzt ab. Ich sag ja, ihr wisst doch nicht was, aber es wird geil. Dann gibt es ein bisschen Sport jetzt hier. Ich muss nämlich ein bisschen ballern. Dann hat der Schalle Geburtstag, ich muss noch was organisieren, Leute. Der schon mal in die Kommentare, die freut sich. Happy Birthday Schalle oder so, die freut sich bestimmt. Die liest auch immer fleißig mit. Also, let's go, Sport. So, Warm-up durch. Jetzt gehen wir zum Kraftteil. Zwei Kraftteile heute. Immer im Supersatz, Benchen und Bent Over Row. Und dann gibt es Dips. Viel Spaß. Juhu. Tempo, Bench. Ekelig. Let's go zum Bent Over Row. Okay, also, Leute, ich kann euch eine Sache empfehlen. Nehmt die exzentrische Phase mit. Langsam, schön langsam. Oh, da kannst du mit wenig Gewicht, mit Konzentration auf die Technik richtig vieles bewirken. So, Bench ist durch. Kommen wir zum nächsten Part. Ring, Dips und Body Row zur Stange. Push-Pull heute, gleich ein Workout, dann ab nach Bochum. Morgen, Sarah! Schleicht sie aber mittlerweile auch in jedem Vlog von mir. Die meinte immer, Dragan, ich will Fame werden. Pack mich in deine Vlogs. Ich sehr gut, Sarah. Also, wenn ihr Sponsoren seid und ihr wollt unbedingt geile Produkte loswerden, schreibt nicht die Sarah an, schreibt mich an. Sarah ist eine Granate. Wir werden sicherlich noch ein bisschen was von der sehen demnächst. Ich verlinke die mal hier. Sarah, könnt ihr mal folgen auf Insta. Los geht's, Sarah. Du bist dran jetzt. Jetzt musst du snatchen. Ja, ich muss halt echt snatchen. Geil, wie viel machst du? Ich habe heute nicht so viel Gewicht, eher so 60%, aber viel Reps in kurzer Zeit. So, jetzt gibt es einen Kraftteil im Workout. 20 Sekunden L-Sit an den Ringen. Ich glaube, ich werde tacken. Dann wieder Bear-Crawl hin und zurück. Dann Clean and Jerk mit Dumbbells, mit der Kettlebell. Und dann gibt es noch 5 strikte Chest-to-Bar. Workout ist durch. Pump ist da. Geht bedacht an die Sachen. Ich kann es wirklich nur sagen. Mittlerweile so würde ich mich schon als erfahrener Athlet und Coach irgendwie auch bezeichnen. Trust yourself. Wenn du merkst, irgendwie du hast, bist ausgelaugt, geh mit Accessory wieder rein. Fang wieder langsam an. Es muss nicht immer ein Geballer-Workout sein. Auf geht's nach Bochum mit Red Bull Sugar Free. Geil. Das gönnt man sich an der Tankstelle bei mir auf jeden Fall. Weil leider Voss noch in diesen Dingern nicht zu sehen ist. Boss, was ist los? Tankstelle oder was? So Leute, fast schon in Bochum angekommen. Geht's jetzt zur Abholung von ein Shirk. Gönne mir und meiner Bratbox ein Shirk. So können wir endlich mal Mikos Triangle auch vernünftig machen. Das wird jetzt abgeholt. Die Leute schreiben mir übrigens auch immer, wo hast du denn immer hier die ganzen Verkäufe und wo siehst du das? Wo findest du? Ich suche auch die ganze Zeit. Ja Leute, Augen auf! Kommt ja nicht zugeflogen von alleine. Puh!
angekommen und schon beladen. Da ist das gute Stück. Der Andreas, der mir das Ding jetzt verkauft, hat noch was für mich. Das genau zeige ich euch in der Radbox mit dem Schürk. Ist das nicht geil? Let's go. Angekommen in der Box mit Tommy. Ihr denkt, wer? Tommy? Tommy. Tommy's Tape? Kennt er wahrscheinlich. Das ist Tommy, der bringt mir nämlich gerade ein Paket persönlich vorbei. Wer es noch nicht gesehen hat, auf Instagram, glaube ich, gefühlt jede zweite Story. Und das ist der Mann dahinter, das Gesicht. Ah, schönes Gesicht, ne? Ja, nicht so wie bei mir, ich weiß. Sieht gut aus. Ja, Tommy. Kommt aus Recklinghausen, wa? Ich trainiere in Recklinghausen bei der Marlin. Stimmt. Schönen Gruß an CrossFit Recklinghausen. Da muss ich auch mal hin, da war ich noch nicht. Ja, komm vorbei, wir freuen uns. Recklinghausen, ich komme. Aber Herna und ja, ich bin hier zum Drager gefahren, das ist Tommys Tape. Wenn ihr es noch nicht kennt, checkt das mal aus auf Instagram. Gerne, gerne. Verlinke ich hier mal auch in der Artikelbeschreibung. Der hat mir das Nettes vorbeigebracht. Guck mal hier, das Mixtape des Jahres. So, das war der Tommy. Ist das nicht ein sympathisches Kerlchen? Ja, ist er. Schönen Gruß, danke schön, dass du da warst. Also, so connectet man immer wieder, Leute. Ich finde das super, super geil, wenn man sich einfach mal trifft, mal sich ausspricht, ein bisschen kennenlernt, connectet. Ja, so wächst und baut man ein Netzwerk. Tommys Tape könnt ihr gerne abchecken. Ich bin aber wieder im Brass. Klar, wie denn auch sonst? So muss das sein. Haben wir für einen ordentlichen YouTuber Bratanovic hier. Sohn abholen, dann wahrscheinlich wieder kurz in die Box. Ski-Urk aufbauen, aber wir waren nämlich gerade keine Zeit. Ja, Schall hat Geburtstag. Scheiße, ich muss noch besorgen. Und der Franzose hier vor mir. Hör mal schnell ab, komm! Hallo, Sohn! 2000 Jahre später. Was machst du da? Genau, das mache ich. Ich sag doch, es ist verrückt. Jetzt bin ich wieder hier. Die Kinder sind am Spielen, ist übrigens auch ein super geiler Spielplatz. Wir bauen jetzt das Ski-Urk auf. Der Besitzer eines Konzept 2 Ski-Urks. Ich bin so glücklich. Was war das Special-Ding, was wir noch holen wollten? Zeige ich euch. Jetzt. Strongmans dieser Welt. Wo seid ihr? Wer kriegt den gehoben? 50 Kilo. So, angekommen hier im Blumenladen. Ich habe gesagt, komm, für Schalle ist mir nicht zu schade. 5 Euro, ne? Ja, genau. Also, sieht ja schön aus. Wird die Schalle aber glücklich sein. Ey, und das für 5 Euro, könnt ihr euch das vorstellen? Nein, also super, da hoffe ich mal, dass die Schalle sagt, toll, hast du das toll ausgesucht, Trager. Ah, da wird die Schalle aber glücklich sein. Hallo. Schalle wieder busy. Was sagst du? Geil. Schön? Super schön. Ich hatte noch nie so eine schön tolle 35-jährige Frau wie dich. Schreib der Schalle mal rein. Glückwunsch zum Geburtstag. Happy Birthday. Die freut sich bestimmt. Oder Schalle? Hm? Auf jeden Fall. Da sind wir angekommen. Aber leicht kalt hier in Krefeld. Was ist da los? Letzte Woche noch 8 Grad. Jetzt 4 wieder. Leute, ich wollte euch ein bisschen was zeigen. Eigentlich meine finale Box noch nicht, denn da fehlen noch ein paar kleine Sachen. Aber was ich euch diesmal zeigen möchte, ist noch, um die Trilogie abzuschließen. Eskrimize hat mich beliefert. Wir hatten den ersten Vlog, wir hatten den zweiten Vlog dazu und jetzt kommt der finale Vlog. Zeig euch mal, was Eskrimize mir gegönnt hat, was ich mir gegönnt habe. Yes, das war eine kleine Tour. Wir haben die Bench, wir haben Kisten, wir haben Landing Pads, wir haben natürlich Plates, wir haben Collars, wir haben Weightlift Bars, Männer, Damen und dann das Hauptding, ein fettes Rack, German Made. Die Sachen verlinke ich euch alle mal in die Artikelbeschreibung. Wird sicherlich ein Gewinnspiel noch kommen. Bleibt gespannt, folgt mir auf Instagram, folgt Eskrimize, checkt die Produkte ab. Ich bin super happy und dankbar. Das soll es aber auch dann gewesen sein mit der Eskrimize Dauerwerbesendung. Während ihr euch das Video gönnt, setze ich mich mal erstmal auf meine neue Casting Couch. Die haben wir uns jetzt auch gegönnt. Also, wir sehen uns. Es ist wie Spiegel. Man sieht sich.